Herzlich willkommen zurück hier auf Promo TV im Lower Bracket der Copenhagen Games 2012. Wir sind in Runde 5 angelangt des Lower Brackets. Artenet hat das Match leider verloren gegen Fnatic, stehen somit in Runde 6 und warten hier auf den Sieger von Navi gegen Xapso. Das Spiel werde ich jetzt übertragen. 9 Leute sind auf dem Server drauf. Anexis und Lemondox spielen im anderen Lower Bracket Spiel und da wartet SK auf den Sieger. Und im Upper Bracket Finale trifft Fnatic auf WinFact, die hier beide wirklich ein ausgezeichnetes Turnier spielen. Ich glaube, bisher noch keine Map abgegeben. Können wir mal schauen auf der ersten Seite. Fnatic 2-0, okay, gegen ESC 2-1, gegen Altair 2-0. WinFact auf der anderen Seite 2-0 gegen Imba, 2-0 gegen Navi, 2-0 gegen SK. Also WinFact hier mit dem besseren Map-Verhältnis, um es mal so zu sagen, was natürlich keine Auswirkung hat. Aber Anexis, sehr überraschend, 16 zu 14 ESC geschlagen. ESC Gaming somit leider raus. Kommen wir nicht unter die Top 8. Navi hatte da dicke Probleme mit Mod. Und spielen jetzt gegen Xapso. Ich gehe mal in-game. Denn es sollte hier jeden Moment losgehen. Ein Spieler fehlt noch. Das ist der der Starix fehlt noch. Der ist im anderen Team gerade. Ist wahrscheinlich noch aufs Klo oder so. Der ist noch tot. Die Map ist, wie ihr seht, Demirage. Sehr interessante Mapwahl. Wobei Xapso gegen SK da nicht so gut aussah. Vielleicht hat Navi deswegen auch es auf Mirage hinauslaufen lassen. Navi hat mir ganz gut gefallen auf Mirage. Haben dann sehr schöne Verteidigung. Wird ganz schwer für Xapso das Match zu gewinnen. Nach einer Map ist es dann auch vorbei. So, Starix ist rübergegangen. Sollte also jeden Moment das Spiel starten. Und da geht's auch los. Navi fängt als CT an. Xapso. Als Terror. Da gibt's die USP für Arcadian. Schauen wir uns an, was gespielt wird. B-House, Sanoi und Türkisch. Schnell machen da sehr schnell Stress. Boah, ein bisschen optimistisch. Sus gibt da den Headshot. Attack B-Go ist schon angesagt. Sehr schöne HE. Boah, die Runde sieht ganz schlecht aus. Navi hat da schon viele Informationen bekommen. Xapso schiebt jetzt aber auch schon rüber. Auch gut reagiert, gehen da jetzt nicht dumm B raus. So, Makelov und Senja. Makelov deckt Haus, Senja die Action. Arcadian kommt allein über Haus. Navi rechnet immer noch mit einem B-Go, schieben da noch nicht rüber. Da gibt es einen Headshot für Makelov. Ganz wichtig von Arcadian. Hat noch eine Gegenflash. Somit delayed. Holt Zeit raus für seine Teammates. Oh, Senja macht den Headshot. Bombe ist noch am Mann. Allerdings ganz schwer jetzt die Bombe irgendwie zu legen. Von beiden Seiten kann sie nicht safe geblendet werden. Die Runde ist verloren. Zeus, sehr schön. Drei Headshots in dieser Runde. Erste Runde für Navi. Bombe nicht gelegt, ein Frag nur bei Kolon. Waffen kaufen und legen auch unmöglich. Kaufen da trotzdem die Weste. Müssten sowieso zweimal sparen. Los, spielen den B-Spot an. Türkisch allein im A-Tab.
Was kann Starix machen? Hat er jetzt schon was gespottet? Xypox hat zu wenig HP. Starix hat immer noch seine HE. Zanoi mit First Track. Da im Keller unten. Wer war das? Makelov. Viel HP, sehr schön. Überzahl immer noch vorhanden für Xapso. Kolon hat leider keine Waffe, nicht mal den Deagle. Schiebt jetzt zu Türkisch. Da kommt wahrscheinlich die Ansage, dass sie A gehen. Starix bleibt allein am B-Spot. Edward im Döner kann da sowohl die Mitte als auch am A-Spot helfen. So, wie viel kann Senja jetzt machen? Den ersten hat er. Boah, Edward hat ihn in der Mitte. Beide über Action. So, Senja stirbt. Wenig HP, keine Waffe, nur Deagles am Start. Boah, er gibt den Headshot durch die Wand. Krass. Ja, hier sitzt auch. Bombe kann aber gelegt werden. Xypox stirbt. Starix und Edward wissen, wo er ist. Ah, kriegt doch die Hit 11 HP nur noch. Starix, gute Position. Macht den. Zweite Runde für Navi, aber drei Waffen verloren. Bombe gelegt. Könnten sich jetzt legen. Zanoi dürfte legen können. Xypox, Kolon vielleicht. Bin mal gespannt, was sie jetzt machen. Schade, machen ne, noch eine Deagle-Eco. Starix und Edward gleich. Hat er was gesehen? Bauen aber über den Keller auf. Und Markloff hat schon die AWP. Hat unten angesagt. Edward auch mit am Start. Kann jetzt Markloff helfen. Starix auch Gang gepusht, hat jetzt gleich alle von hinten mit einmal den Strahl rein. Edward stirbt aber gegen Türkisch. Und Lockheadshot. 3 zu 0 Navi. Jetzt endlich die erste Full Crypt Round für Xapso. Kolon hat jetzt das Duell gegen Markloff. Er legt sich nicht direkt mit ihm an. Hat jetzt. Boah, da gibt es die Higgs gegen Kolon. 38 HP. Die HE sitzt auch 35 HP. Zanoi stirbt gegen Starix. Boah, der war da im Keller. Boah, keine Ahnung, wie Starix den Frag machen konnte. Ach so, er war im Keller unten wahrscheinlich. Nee, er hat. War wahrscheinlich im Keller offensiv. So, Mitte oben auch gespottet. Bombe haben sie nicht. Hat Navi safe und der Scheiß halt verruckelt schon wieder wie Sau. Xypox bangt ihn. Hier gepickt bei Arcadian, aber Markloff macht den Sus 4 zu 0 und ich mache einen ganz kurzen Reconnect auf den Server. Ich hoffe, das behebt das Problem. Hat vorhin auch geholfen. Bei Xapso probieren jetzt ihren Action Split aus.
Türkisch kommt da super raus. Gutes Timing. Sehr schön. Kerrigan spielt fällt. Da ist noch ein Spieler. Haben keine Kontrolle. Geht einfach auf Aim. Türkisch macht so. Sehr schön gepusht. Beide. Alle drei über CD Base. Jungle. Döner. Edward macht den Fracking Türkisch, der da leider keinen Support bekommen hat. So, Xapsu steht jetzt sehr, sehr, sehr defensiv. Starks mit dem Frag. Tu. Ah, das Ding ist weg, glaube ich. Kolon ist da angeblich schon tot, aber das buggt noch ein bisschen rum. Die Runde wird knapper als gedacht. Starks wird einfach durchziehen. So, wir hören jetzt auch, dass sie safen und verlieren wahrscheinlich beide ihre Waffen. Ja. Ne, Zano überlebt. Erste Runde für Xapso. Trotzdem nicht viel Geld. Für die Dänen. Was ist denn jetzt los? Stream down oder was? Zeus hat einen Hit bekommen. Wieder Action Go. So, blocken diesmal die Action. Gang müsste mal vorkommen jetzt. Ja, sehr schön, Türkisch 1. Xypox macht den zweiten. Makelov verschießt. Ganz wichtig jetzt da absmoken. Makelov somit keine Chance, einen Frag zu setzen. Boah, da gibt's aber die Banks zur Bombe. Boah, Xypox überlebt mit einem verfickten HP. Sehr schöner Bank von Xypox. Holt da das Beste raus. Und Kolon pusht einfach mal durch die Smoke. Navi verliert hier die zweite Runde in Folge. Okay, Lex. Ich hoffe mal, das liegt nicht an mir. Nutzt bitte die Report-Funktion im Video. Wählt da das passende aus und sendet ab. Makelov gewinnt das AWP-Duell. Er war, glaube ich, gar keins. Türkisch hat nur eine AK gehabt. Starix am B-Spot hat da schon was gesichtet. Xypox schiebt auch laut weg. Dürfte Navi gehört haben. Kolon allein mit der Bombe. Im Haus und die restlichen Spieler faken. Push jetzt auf Timing. Wichtiger Frag von Zanoi. So, rechnen Sie mit Zeus? Ich denke eher nicht. Zeus hat einen. Macht den zweiten. Sehr schön. Wollten Argus spielen, aber Kolon kommt jetzt am B-Spot raus. Arcadian muss da jetzt einen Frag machen. Darf der jetzt noch nicht sterben, damit der Fake wirklich perfekt aufgeht. Er geht halt offensiv. Schade. Kolon kann immerhin legen. Syrix riecht den Braten schon. Bombe wird gelegt. Kolon hat abgebrochen. 15 HP noch. Die Bombe kriegt er durch. Aber mit 15 HP eigentlich keine Chance, die Runde noch zu gewinnen. Wird komplett eingekesselt. Macht den ersten, macht den zweiten. Edward ist da.
So, 5 zu 2. Und nochmal für alle, das Spiel ist nämlich auch interessant. Für Alternate, denn gegen den Sieger müssen sie ran. Und ich hoffe mal nicht, dass sie Mirage dann spielen. Nehmen wir mal an, sie haben sich andere Maps gut vorbereitet. Dreist Colon Bengal. Kommt der jetzt auch in Hit-Up? Von Edward. Und der Nexus hat immer so einen ganz ähnlichen Aufbau. Erstmal das Spiel weit aufziehen, B bisschen Präsenz zeigen und dann am Ende nochmal A gehen. Einfach über die Action. Über den A-Tab, aber Zeus pusht auf Timing, glaube ich, rein. Macht jetzt einen Frag, Refrag. Starix schiebt, Zanoi kann jetzt B raus. Die Frage ist, macht Zanoi jetzt einen Frag, kann jetzt ansagen, ist frei. Boah, er hat jetzt vielleicht gleich den Frag an Starix. Hat ihn auf jeden Fall gehört. Refrags für Starix, kurz, rechnet aber nicht mit. So, Edward schießt die Bombe down. Aber Zana immer noch am Leben. Bombe können sie holen. Schöner Frag. So, Kullen hat Mitte, aber Zeit abgelaufen. Nö, bis jetzt noch nicht. Ja. Warum ist dieser Scheiß in 3D? Würde ich mal sagen, setz deine 3D-Brille auf und genieße CS in 3D. Boah, schöne Fläche. Zeus. Boah, ich weiß nicht, ob Zeus. Also, er. Kann ich gerade nicht genau sagen, ob Zeus einfach Anti-Flash stand oder ob er wirklich blind war. Boah. Nach dem einen Frag kam jetzt hier nichts weiter. 7 zu 2. Eieiei, so. Ich hoffe, es schon wieder Lags. Ah. Wenn jetzt wieder mehr Comments kommen, aber angeblich gibt es bei Knochen auch dicke Probleme mit Twitch. Ich hoffe, es liegt nicht an mir. Wie gesagt, nutzt die Report-Funktion im Stream-Fenster. Das Einzige, was ich machen kann, ist den Twitch-Server zu wechseln. Dazu musste ich aber offline gehen und wieder online. Das dauert auch kurz. Boah, jetzt eine gut getimte AE ins Haus. Boah, die AE sitzt halt richtig gut. Sehr viel Schaden gemacht. Zeus kann da abstauben. War, glaube ich, sogar die AI von ihm. Verdiente 4 Frags für ihn. 8. Runde für Navi. Also langsam zieht auch Navi davon. Ich habe so keine Chance. Sie sollten. Echt mal anfangen, Runden Folge holen. Machen jetzt, glaube ich, wieder den AWP Tower. Schade, kein Hit. Flash ins Gesicht. So, jetzt kommt der Go. Colon, keine Chance, irgendwas abzuaimen. Zieht er die ganze Zeit in die Smoke rein. Raus kommt die jetzt erst raus. Und jetzt der First Track. Kann Polon jetzt machen. Krass, sie. Ist so heftig. Irgendwie kriegen sie es nicht hin, irgendwelche Frags zu machen. Navi steht da viel zu gut.
Die Smokes und die Flashes, das ist einfach alles noch nicht so perfekt getimed, glaube ich. Echt schwer, dann Fehler bei Xabso zu finden. Allerdings haben sie auch diesmal nichts am B gemacht. Navi stand da zu viert am A-Spot. Haben es Xabso noch viel schwerer gemacht, die Runde zu holen. So, Strix kriegt die Hits, HE sitzt. Okay, Arcadian mit dem First Track an kurz. Ist jetzt im Mini-Döner drin. Zeus hat Probleme da. Kann Arcadian ihn machen? Ah, Arcadian geht nicht auf den Track. Hilft sein Mates an kurz. So, endlich mal wieder eine Runde für Xabso. Kolon übrigens mit Scout. Okay, er wechselt jetzt die Waffe. Hat sich eventuell verkauft. Wobei man das bei ihm nicht genau sagen kann. So, 9 zu 3. Auszusehen wieder dort hochgezählt. Xabso probiert es wieder mit einem Argo. Wieder ihren Split. Machen diesmal keinen Stress. Am B. Somit nur zwei Navi. Edward schiebt jetzt rüber. Navi riecht den Braten wieder. So, da kommt die Fläche hinten für den, weil es da in der Offensive steht. Jetzt kommen die Granaten, jetzt kommt der Go. Wie sitzen diesmal die Smokes und die Flashes. Jungle schön abgeflasht, abgesprengt. Zeus und Senja. Senja ist noch am Spot, macht keinen. Zeus jetzt aber von der CDBase macht auch nur einen. Die Runde sieht doch mal sehr schön aus jetzt. Jungle ist immer noch komplett abgesmoked. Markloff kann da nichts zielen. Xabso macht das mittlerweile ganz gut mit den Granaten. Und safe jetzt die Waffe. Vierte Waffenrunde für Xabso. Und wenn das jetzt noch 9-6 wird, dann sehe ich da durchaus noch Chancen für die Dänen. Navi hat noch Geld. Makalov hat die AWP. Sind sie scheinen umzustellen. Makalov wird jetzt nicht mehr im Döners spielen, sondern an der Kerrigan-Position. So, Xabso baut zum zweiten Mal Keller auf. Kohl und schöner First Strike gegen Starix, der da sehr viel riskiert hat, aber Xabso diesmal abgeaimt. Edward lässt B-Spot offen. Passiert gerade nicht so viel. Arcadian und Sanoi kommen über den Keller jetzt hoch. Ah ne, falsch gesehen. Oh, Navi holt sich die Kontrolle zurück. Kolon mit seinem Mate da jetzt unter Bedrängnis, macht den wichtigen Frag. Zeus noch im Connector unten. Navi jetzt unter Zugzwang, B-Spot rennt drauf. So, Spieler angesagt, Markloff ist das. Ach, sehr schön, stirbt Kolon. Stirbt mit oben, kann aber einen ansagen, der zweite auch bekannt. Zeus, der letzte Spieler.
wird vielleicht die AWP picken von Kolon. Und genau, sie versuchen zu safen und dann einen Makelov zu geben in der letzten Runde. Schönes Mini-Comeback. Fünfte Runde für Xapso. Fünf Waffenrunden wohlgemerkt. War meines Wissens nach keine Eco bei Navi dabei. Nochmal AWP gekauft. Da unten sieht man ihn. Smoke, Flash. Oh, Makelov im Döner. Schade. Makelov Kolon verschießt. Hat aber, glaube ich, Fuß hin noch gegeben. Hat schlecht gesehen. Xypox wieder allein im A-Tab. Schiebt jetzt rüber und geht wahrscheinlich wieder B. Starix pusht aber wieder und wird jetzt gleich auf Türkisch und Arcadian treffen. Oh, interessante Pose jetzt. Oh, sehr schön aufgepasst von Türkisch. Haben da vielleicht irgendwie einen Arm oder sowas gesehen. Edward ist aber noch da. Wird abgeflasht. Müssen Sie eigentlich wissen, dass Edward. Ah, sehr schön. Türkisch mit seinem zweiten Frag. Gute Flash ist, dass da nichts offensiv kommen kann. Kolon macht Mitte oben ein. Beide über Scheune. Die Bombe ist bei Türkisch. Oh, schöner Schuss von Arcadian. Von Türkisch. So, letztes Spiel ist auch angesagt. Jetzt kommt die Bombe raus. Makelov wird auch schon eingekesselt. Das ist die sechste Runde für Xapso. Sehr schönes Comeback von den Dänen. Meiner Meinung nach sitzt das Match auch sehr offen. Ja, Navi braucht da anscheinend noch ein bisschen. Besprechen sich da vielleicht nochmal, was sie jetzt in der Pistole spielen sollen oder rennen nochmal fix aufs Klo. Das gibt mir Zeit, kurz die Ergebnisse bei den anderen Spielen zu checken, namentlich Lemondox gegen Anexis, da steht es auf Tuscan 10 zu 3 für Lemondox als Terror. So, das sind die einzigen beiden Spiele, die gerade live sind. Das Upper Bracket Finale zwischen WinFact und Fnatic findet erst um 17 Uhr statt. Das werde ich wahrscheinlich nicht komplett zeigen. Ich werde mich, ja, die Frage mal kurz in den Zeitplan schauen. So, das Upper Bracket, Lower Bracket Finale, Best of One. Best of One. 17:30 Uhr soll es dann im Lower Bracket weitergehen. Das heißt, 17 Uhr das Upper Bracket Finale, vielleicht eine Map sehen und dann das Lower Bracket Spiel. Wahrscheinlich macht Knochen dann Alternate gegen Navi. Dann werde ich wahrscheinlich Fnatic WinFact komplett machen. Ja, würde ich so sagen. Ja, mal gucken. Erstmal abwarten, gegen wen Alternate überhaupt ran muss. So, Sus. Noch AFK. Kurz Werbepäuschen und dann bin ich wieder zur Stelle.
10 zu 4 übrigens mittlerweile der Spielstand bei Lions. Ja, beziehungsweise Lemon Dogs. So, weiter geht's. Zweite Halbzeit, Xabso gegen Navi 6 zu 9 steht's. Die Restarts kommen, das Set wurde nochmal gecancelt. Su ist immer noch tot. Ach, komm schon. Overlay lebt er schon, aber hat noch gerade kein Model ausgewählt. Um mal auf die Frage von Präger einzugehen, also ein CSGO-Team, ein deutsches CSGO-Team gibt es meines Wissens nach noch nicht. Aber das kann nicht mehr lange dauern. Würde ich mal behaupten. Da wird man bestimmt in den nächsten Monaten einiges announcen, die Clans, die versuchen werden, eine CSGO-Sektion aufzubauen. Wenn es das Spiel weiterhin so entwickelt, sehe ich da auch gute Chancen. Von Xabso. Sus ist mittlerweile dem Team beigetreten. Er wird sich immer noch nicht bewegt. Vielleicht machen sie gerade einen Xabso-Kreis. Jetzt sind sie wieder an ihren Rechnern. Krasser Headshot von Edward. Wenn es nur Warm-up war, aber unglaublich schnelle Reaktion. Jetzt kommen endlich die Restarts. Mal schauen, Xabso, wenn jetzt noch einer kommt. Ah, fight, fight, fight. Xabso leider keinen guten Spawn. Schauen wir uns an, was Navi hier vorbereitet hat. Edward bekommt die USP. Sie spekulieren da auf einen Mitte-Push. Edward wäre dann das Backup für Starix, der sich sofort zurückziehen würde, wenn er mit hoch was schleicht. Senja schon am B-Haus Ausgang, frisst eine dicke HE von Xipox. So, aber noch kein Go in Sicht. Navi rechnet auch mit einem Push in der Action. Döner wurde auch gerade runtergespottet zur Mitte, konnten auch. Können die Mitte jetzt auch ausschließen? Somit wissen sie, also entweder alle B-Haus oder. Argo. So, jetzt kommt der Argo Fake. Okay, den schiebt. Das wird aber kurz durchgegangen dann. Sehr geile Taktik von Navi so bisher. So, jetzt kommt die Ansage, das ist kurz Go. Kerrigan. Oh, Kolon. Kolon. Sehr schön geaimt. Sehr schön. Das war, glaube ich, sogar der letzte Schuss bei ihm. Gut abgesetzt. Und nochmal neu geaimt. Letzten Schuss in den Kopf gedrückt. Kolon macht sogar seinen dritten in dieser Runde.
und Edward gegen 3. Hat allerdings die Bombe, kann es vielleicht noch versuchen zu legen. Ja, hier sitzt ganz gut. Geht dann nochmal auf Frag. Ah, der hätte zu lange gebraucht. Keine Bombe für Navi. Siebente Runde insgesamt für Xapso. Ich bin mir nicht sicher, welcher Gegner hier Artenet besser liegen würde. Ich kann mir vorstellen, dass sie gegen Navi sich irgendwas schon vorbereitet haben. Aber gegen Xapso weiß nicht. Easy abgewehrt. Sogar kaum Schaden gefangen. Achte Runde. Und die Sonne scheint draußen. Zumindest bei mir hier. Zimmer hell erleuchtet. Ja, Zimmer, kein Keller. So, Richtung B geht's. Xipox für den B-Spot zuständig. Zweck gespottet. Mittlerweile auch so ein Standard-Move geworden, da an dem Container rein zu spotten und dann defensiv zu schieben. Die Smoke begünstigt jetzt eigentlich eher. So, jetzt gibt's sie jetzt gegen Edward. Xipox ist übrigens alleine, also er spielt mir da ein bisschen zu random. Hat überhaupt keine Unterstützung von Zanoi. Muss der jetzt mindestens zwei machen. Und an der Posi, da kommt ein weiter Strafe und dann muss er nachziehen und geht ein. Hat es gespottet, kann immer nochmal gegenflächen, schiebt wieder zum Container. Er spielt einfach so scheiße da gerade. Wahnsinn. Runde verdattelt bisher von Zanoi. Sus mit dem nächsten. Oh, Markloff macht doch die Mitte safe. Wirklich macht zwar einen, aber scheißegal, such's mit seinem zweiten Headshot. Okay, den spart schon die Waffe. Markloff kommt gleich von hinten. Hat dann Easy Frag an Türkisch und okay, den saved seine Waffe. Also die Runde war, ging auf jeden Fall aufs Konto von Xipox, der da viel zu viel will. Und Navi jetzt schon zweistellig. Ich glaube auch nicht, dass die denen jetzt Geld haben. Okay, da wird doch gekauft. Kolan mit Scout. Spottet mit da oben. Leider kein Hit. Schiebt jetzt den Döner. Ist da super schnell mit unterwegs. Und es geht kurz durch. Komplett abgeflecht. Xipox wieder gefordert am B. Da wieder eine schlechte Position. Will der wieder hoch. Ach Gott. Kolon. Kolon macht keinen. Ach, das ist doch. Xipox verdattelt da viel zu viel am B. Und das sieht echt nicht gut aus. Wenn Xapso da nicht so bald wie möglich umstellt, verlieren sie das Match und zwar deutlich. 2 zu 2, 11 zu 8 jetzt. Arcadian bringt seine M4 vielleicht wieder durch, aber das bringt halt nichts. So, Navi weiß natürlich jetzt selbst, dass Xapso kein Geld haben wird. Im besten Fall Eco macht. Was macht man jetzt mit der Waffe?
Bank von Sam, ja. Okay, den macht allein den A-Spot. Und da gibt es den Boost am B. Interessant, aber Marie läuft da nicht rein, bauen jetzt erstmal über die Mitte auf, werden da lange keinen Kontakt haben. Senja immer noch an der Action. Oh, Kadian muss jetzt aufpassen, macht einen, sehr schön. First Track, Markloff zieht nach. Kadian change die Posi. Hat sogar noch eine Flash, so. Hört den Hausspieler vielleicht sogar verschieben. So, jetzt Starix. Kriegt ein paar Hits. Kann jetzt vielleicht ansagen, dass da mehrere sind. Einen hat er schon gespottet, kriegt... Boah! Schön rübergezogen von Starix. Markloff mit dem zweiten Arcadian. Ah, schade. Und Kolon, die letzten verbleibenden. Ja, Kolon sucht eine Waffe. Ach, sucht die Waffe von Edward. Und die wurde anscheinend versteckt. Oh, Senja deckt die Waffe ab. Da wird Senja aber gut genascht vom Kolon. Schade, dass er den Frag jetzt nicht setzt. Und Arcadian zum dritten Mal seine M4 durchgebracht. Auch bisher noch nicht gestorben. Aber das nützt halt alles nichts, wenn seine Mates nichts umschießen. So, hat man jetzt schon Geld. Ja, Kaden hat sehr, sehr viel Geld. Hat immer ein paar Fracks noch gemacht, wo er zu safen war. Kein Mal gestorben. Gutes Polster aufgebaut, hat AWP gelegt für Kolon. Und der muss sich jetzt richten. Wenn Xapso irgendwas reißen will, dann muss es Kolon machen. Auf ihn kommt es jetzt an. Türkisch kassiert den First Victim Switch, somit kompletter Spot offen. Arcadian und Kolon unter Bedrängnis des Psychox, immerhin mit dem Refrag. Kolon verschießt nochmal. Oh, aber Arcadian. Nein, Kolon verschießt wieder. Psychox hilft aber, sehr schön. Guter Support. Netter E. Spot ist schon einer vor. Kolon hat ihn gerade nicht gedeckt. Ist aber abgeflecht, sehr schön von Psychox. Also gutes Teamplay. Macht vorher die Frags, dann jetzt die Flechts bekommen, die Ansage, dass er rumziehen kann. Hat den Frag bekommen, jetzt Markloff mit der AWP, darf er jetzt eigentlich keinen Frag mehr machen. Xypox, Xapso muss Geld aufbauen. Dürfen da wenig Waffen verlieren. Kolon spielt's auch gut, spielt dann nur auf Spotten. Müsst ihr ihn jetzt vielleicht gleich sehen. So, jetzt hat die Bombe gehört. Sehr schön. Gute, wirklich sehr schöne Runde von Xypox mal. Ja, wenn er da nicht am B ist, dann läuft's auch mal. So, dritte Runde. Jetzt kommen auch ein paar Leutchen rüber. Wahrscheinlich Lemondox schon vorbei. Nee, noch nicht. Zanoi unterstützt jetzt Xypox. Zanoi auch mit AWP. Oh, schade, Edward durchgesprungen. Oh, da gab es einen Hit an Edward. Oh, Türk steckt nur defensiven Döner ab. Mal sehen, ob Navi wieder ihre Taktik spielt. Gehen da jetzt. Ja genau, boosten da hoch, dann schieben sie zu der Kiste, boosten hier hoch, dann gibt es eine Fläche in den Döner und der Spieler springt rein. Ich weiß gerade gar nicht mehr, gegen wen sie das gemacht hatten. Oxypox von Kurz. Sehr schön rumgezogen von Türkisch. Markloff gewinnt das MP gegen Kolon. Oxypox
ist immer noch an kurz. Verrätster Edward ist im Gang gestorben. Bob allerdings schon pickt. Skillbox macht da echt ein super Spiel jetzt gerade. Nachdem Zanoi da oben den Ausgang mit AWP übernimmt. Spielt er da wirklich super an kurz. Aber Edward. Xybox müsste ihn jetzt haben. Sieht den Rücken. Schön geschossen. Vierte Runde für Xabso. Somit auch zweistellig. Also ich weiß nicht, bisher hat sich ja niemand über das Copenhagen Games Logo beschwert. Von daher ist jetzt der Erste. Mich würde es auch nicht stören. Ich finde es eigentlich ganz hübsch so. Bitte, wie heißt der? Schübnix? Bist du dir da sicher? Ah, okay, du spielst halt mit 2D'en. Ich könnte das, haben dir das sicherlich mal gesagt. So, schön von Schübnix. Schüb. Nein. 9x. Boah, keine Ahnung, warum das Schübnix heißen soll. Drei. So, die Doppel-AWPs zahlen sich auf jeden Fall gerade aus. Aber wenn Zahnoi gute Augen hat, dann hat er da die Doppelsmoke gesehen. Sehr schön. Türkisch hält ihm auch kurz. Oh, Türkisch macht ihn. Sehr schön. Auch wenn er da ewig gebraucht hat. Aber dass er weg macht, war noch wichtig. Sus aber jetzt. Beide Spieler haben A, down 2 und 2. Sind noch nicht on spot. Zanoi wurde wahrscheinlich abgeflecht. Spielen jetzt beide den Retake über die Zip-Base. Müssten jetzt auf jeden Fall mal spotten. Das machen sie ja auch. Und Zanoi schiebt wieder rüber. Hat er jetzt auch Angst, dass sie schon da vorne sind? Können sie ja auch. Ah, dass sie sich jetzt da aufsplitten. Das könnte ihnen zum Verhängnis werden. Boah, schön abgedeckt von Markloff. Ja, wo ist jetzt der Refrag? Schade, also. Aber auch gut abgewartet von Navi. Haben da Xab so ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Haben da Zanoi dazu veranlasst, zum B zu schieben. Wahrscheinlich wurde die Bombe auch noch nicht gespottet. Und Xab so dachte dann, dass es ein Fake ist. Xanoi versucht es da aber, haben mittlerweile ganz gutes Geldpolster aufgebaut. Navi spielt es aber perfekt, zeigen sich absolut gar nicht, hören da nur, ob die Bombe undefused wird. Xanoi schiebt, kriegt die Bombe nicht mehr, aber seine AWP kriegt er immerhin durch. 13. Runde für Navi. Schübnix. Ja, okay, dann stellen sie ab sofort Chipnix und hoffentlich werde hier nicht getrollt. Schnelle Runde von Navi. Oh, direkt einfach mal alles überfahren. Und 7 HP, Gesicht von Edward, Xipox, Chipnix kann direkt safen. Ja, macht immer noch einen. 14. Runde bei Navi, schade. Aber Navi mixt das auch echt gut. Jetzt in der entscheidenden Runde einfach mal was Schnelles riskiert und es ging halt direkt auf. Xabso überhaupt nicht mit klargekommen mit dem schnellen Mitte-Go. Und er verliert sogar so seine Waffe. Ah, man kann echt jeden Tisch zerschießen. Hallo Tisch. So, sie spielen auf Sieg. Werden jetzt keine AWP mehr haben, oder? Cola natürlich doch. Sieht so aus, als ob er eine hat. Ja, er hat eine. Verwirrt. So.
bin nicht auf Gimmel drauf, schieb nichts. Mitte schon gepusht. Da gehittet von Zeus. Andersrum, Zeus kriegt die Hits. Zahnoi spottet wieder rein, aber Markloff deckt da ab. Zahnoi darf sich da jetzt nicht zeigen. Schieben sie gerade weg. Kolon spekuliert auf einen Boost. So, Schipnix kommt jetzt rum. Kolon geht noch defensiver. Ich glaube, der hat einen Step gemacht, aber das ist nicht so wichtig. So, es wird ein B-Split. Gute Flash. Eins. Er hätte eher rumziehen müssen nach der Flash direkt rum, dann hätte er zwei gehabt. So kurz ist auch angesagt. Kolon, oh, stirbt auch ohne Frag. Zeus mit seinem zweiten. Na, der ist auch gerade heiß hier auf Mirage als Terror 17-6. Wo kommt Türkisch? Über kurz. Xenia macht den Draw Save für Navi. Schade. Hätte mir noch ein paar mehr Runden für Xapso gewünscht, die jetzt kein Geld haben. Auch nur noch Famas haben aber immerhin einen guten Spawn. Navi steht A-orientiert. So. Wieder für den B-Spot zuständig. Edward mit dem wichtigen First Track im Keller gegen Türkisch. Sie wissen, dass B-Haus noch was ist. Akkadian könnte jetzt die Action reinpushen. Macht er auch. Boah, das ist sogar nur MP5. Boah, Akkadian mit der Waffe. Kann jetzt ansagen, dass da frei ist. Leider schieben sie alle rüber und Arcadian nur mit MP5 auf dem Spot. Wie viel kann es Arcadian jetzt umschießen? Die Waffe sind wir viel zu schwach gegen Helm. Setzt zwar eine Headshot, aber keinen Frag. Und das wird die letzte Runde sein. Markloff mit dem nächsten. Auch eine über Mitte, könnte aber einen was ausschließen, nämlich den Connector. Schipnix fällt und letzter am Carry geht nur mit USP Kolon. GG Navi ist der Sieger von diesem Match und der Gegner für Alternate, was 17:30 Uhr, glaube ich, ausgespielt werden wird. Ich bin ganz kurz AFK auf Klo und wir sehen uns dann wieder mit Fnatic gegen WinFact.